Hallo Leute, willkommen auf unser YouTube-Kanal. Heute möchte ich gerne unsere ersten Eindrücke vom neuen Vitamix S30 mit euch teilen. Ich hatte nach Videos gesucht über dieses Gerät und habe leider nur von gewerblichen Anbietern etwas gefunden. Und da bin ich mir natürlich immer etwas skeptisch, da eventuelle Nachteile natürlich ungern besprochen werden in solchen Videos, das ist ja klar. Man bekommt natürlich schon einen ersten Eindruck vom Lieferumfang und von den Möglichkeiten der Geräte, aber es ist immer dann nochmal etwas anderes, wenn man so ein Gerät dann tatsächlich hier stehen hat auf der Küchenarbeitsfläche und ja, sich das mal näher anschauen kann. Ja, wir haben uns lange überlegt, ob wir dieses Gerät anschaffen wollen oder nicht, weil es sind ja fast 500 Euro, die dieses Gerät kostet. Das ist ja nicht gerade ein Schnäppchen und da will es gut überlegt sein, ob man es auch oft benutzt in Zukunft, wofür man es genau braucht und ob es auch tatsächlich das kann, was man sich davon erhofft, damit es halt kein Staubfänger im Schrank wird. Ne? Das wäre natürlich sehr schade drum. Wir haben berufsbedingt einen Zweitwohnsitz und wir sind auch viel mit dem Wohnmobil unterwegs und wir haben festgestellt, dass wir unterwegs unser frischer Mandelmilch vermissen und wenn wir Wildkräuter finden, dann würden wir uns auch gerne einen frischen Smoothie machen und deswegen haben wir uns für dieses Gerät entschieden. Es ist wesentlich kleiner und leichter als ein normaler Vitamix und lässt sich daher auch einfacher transportieren und auch einfacher hinstellen in ein Wohnmobil, wo man natürlich auch nicht so viel Platz hat. Also im Wohnmobil haben wir zurzeit einen sehr leichten, also damit meine ich einen nicht leistungsstarken Mixer, der die Smoothies nicht so gleichmäßig zerkleinert und das finden wir beide nicht so schmackhaft und deswegen hoffen wir, dass dieses Gerät halt auch hält, was es verspricht. Und das werde ich demnächst natürlich auch ausprobieren und darüber werde ich berichten, sobald ich damit Erfahrung habe. Wir besitzen seit 5 Jahren einen Vitamix TNC 5200. Das ist die einfachste Ausführung vom großen Gerät und sind damit super zufrieden, da er in 5 Jahren noch nie schlapp gemacht hat und er ist bei uns wirklich 3 bis 5 Mal am Tag im Betrieb und muss einiges leisten. Also ich stelle ihn jetzt mal neben dem Motorblock vom S30. So. Dann könnt ihr sehen, wie groß der Unterschied zwischen beiden ist. Also ich hoffe, ihr könnt euch davon so ein Bild machen. Das ist, ja, wenn man das so sehen kann, vor sich stehen hat, kann man sich davon ein besseres Bild machen, als wenn man einfach mal liest, das hat so viel Zentimeter und so viel Zentimeter. Also es macht schon einen Unterschied, ja, um genau zu sein. Der große ist 20 cm breit, 23 cm tief. Und 51 cm hoch, wenn der Container draufsteht. Also der hat ja nur einen Container oder beziehungsweise hat noch einen zweiten Container, der Trockencontainer, den ich aber nicht viel benutze. Mit diesem Container drauf ist er halt so hoch. Der kleine, der ist 15 cm breit, 20 cm tief und 40 cm hoch, wenn der Container draufsteht. Ja, die Höhen der beiden Motorblocks, das gibt sich nicht viel. Das ist gerade mal 1 cm, also ist ja nicht wirklich durchschlaggebend. Also in der Breite macht es 5 cm aus, in der Tiefe 3 cm und in der kompletten Höhe mit Container 11 cm. Und das sollte man sich vielleicht überlegen, wenn man in der Küche wenig Platz hat und das Gerät halt zur Seite schieben möchte, wenn man es nicht benutzt. Ob es auch unter dem Küchenschrank passt. Ja, also mein großer passt bei mir nicht unter dem Küchenschrank, weil meine Schränke hängen sehr tief. Und das ist für mich jetzt allerdings kein Problem, weil ich auch einen anderen Platz dafür habe in der Küche. Aber wenn man das nicht hat, kann das natürlich lästig werden, wenn man dann jedes Mal den Container irgendwo anders hin verstauen muss. Ja? Vom Gewicht her macht es jedenfalls für mich schon ein wesentlicher Unterschied. Der kleine, der wiegt zwischen 3,5 und 3,8 Kilogramm, je nachdem, ob dieser Container jetzt draufsteht oder halt der kleine. Und ja, der ohne Container wiegt der kleine Motorblock 2,9 Kilogramm und der große, der wiegt 4,1 Kilogramm. Also das gibt dann einen Unterschied von 1200 Gramm, also 1,2 Kilo. Die Container, die stelle ich jetzt auch mal nebeneinander, damit ihr das so wirklich mal sieht und vergleichen könnt.
So. Also man sieht, da ist natürlich auch ein wesentlicher Unterschied. Der große, der hat eine Mengenangabe von 2 Liter. Der kleine, der hat hier eine Mengenangabe von 1,2 Liter. Aber das ist natürlich nicht sehr realistisch, weil ja, da kann man natürlich nichts mehr drin mixen. Das ist ganz klar, dann kommt das alles raus. Also hier ist schon realistischer 950 Milliliter, aber ich denke, das reicht auch, wenn man sich ein Smoothie machen will. 2 Smoothies, 2 kleine passen da auch rein. Oder wenn man sich Mandelmilch machen möchte. Ja, ja, beide Geräte haben 7 Jahre Garantie. Das darf man, denke ich, bei diesem Preis auch wohl erwarten. Also, aber es zeigt natürlich auch, dass der Hersteller gute Garantie liefern kann, weil die Qualität gut ist, sonst würde er das ja nicht machen, dann wäre das ja kein Geschäft für den Hersteller. Der TNC 5200, der kostet im Moment ca. 600 Euro und der S30, wie gesagt, 500 Euro. Das ist ein Unterschied von 100 Euro und über 7 Jahre gesehen. Und man hofft natürlich, dass die Geräte auch länger durchhalten. Ist das nicht ein so großer Unterschied? Also wenn man größere Mengen zubereiten will oder muss, weil man eine größere Familie hat, ist man vielleicht doch besser bedient mit dem großen Gerät. Aber wenn man damit ausschließlich Getränke machen möchte, weil man zum S30 ja hoffentlich noch zusätzliche Trinkbecher kaufen kann und beim großen Gerät geht das natürlich nicht, dann ist man vielleicht mit dem S30 doch besser bedient. Ja, je nachdem, was man halt damit erreichen will. Also wenn man mehrere Personen mit Smoothies oder so versorgen will zum Mitnehmen und das die Hauptaufgabe sein soll, dann geht das direkt im Becher gemixt, also in diese Becher gemixt, geht das natürlich super praktisch und super einfach, nur mit dem S30. Diese Möglichkeit hat das große Gerät natürlich nicht. Und der S30, das ist ja auch eine seiner großen Stärken, dass man das halt nicht wieder dann in einen anderen Behälter oder so gießen muss, sondern man kann das darin bereiten, dann in den Deckel draufdrehen, mitnehmen und das war's dann auch. Ja. So, also jetzt stelle ich mal den großen zur Seite, weil es geht ja eigentlich um den kleinen hier. Also der erste Eindruck vom Gerät ist schon mal positiv, finde ich. Er macht einen sehr stabilen Eindruck. Also wenn ich den vergleiche jetzt mit anderen Geräten, die sich auch so Personal Blender oder sowas nennen, finde ich, dass er schon einen sehr, sehr stabilen Eindruck macht. Und ich glaube jetzt nicht, wenn man da harte Sachen reintut, dass er dann schnell anfängt zu wackeln oder zu laufen oder so. Also was man, was auch ein ganz großer Vorteil ist, finde ich, von dieses Gerät, ist, dass man das Messer unten rausdrehen kann und so viel leichter an festere oder klebrige Masse rankommt, um es rauszuholen. Und damit kann der große Bruder ja leider nicht punkten. Da ist es manchmal echt lästig, die Masse rauszukriegen. Und da muss man mit einem Spatel oder mit einem langen Plastiklöffel oder so herumpielen. Und trotzdem bleibt immer ziemlich viel noch drin hängen. Das Problem hat man natürlich mit diesem Container nicht. Schraubt man das ab, kann man einfach mit einem Holzlöffel oder mit einem Spatel oder mit einem Plastiklöffel, also natürlich niemals mit einem Edelstahllöffel oder Teil da drin rumkratzen wegen dem Messer. Aber mit einem ganz normalen Plastikteilchen oder so kann man das gut rauskriegen. Und hier natürlich auch optimal. Also da geht dann auch nicht so viel verloren. Die Teile, die sind natürlich auch sehr einfach zu reinigen dadurch, weil das alles auseinandergehen kann. Also laut Vitamix kann man alles in die Schublade, in die obere Schublade von der Spülmaschine reinstellen. Was ich allerdings natürlich nicht so schnell machen würde, weil Messer da die Neigung haben, stumpf zu werden in der Spülmaschine. Und man hat hier auch so einen Gummiring, den man natürlich immer entfernen sollte, wenn es benutzt wurde, weil sonst kann sich da drin was verkleben und das ist dann ziemlich eklig und dann ist er auch nicht mehr dicht auf Dauer. Und diesen Ring geht natürlich auch nicht in die Spülmaschine, weil das wird dann sehr schnell spröde und kaputt. Und ja, dann muss man sich halt einen neuen anschaffen. Das muss nicht sein. Ja, gut. Also das mit dem Ring ist natürlich ein bisschen eine Geduldsarbeit. Also es geht jetzt, ja, es ist ein bisschen ein Gepiele, muss ich sagen. Aber es geht doch recht einfach
und recht schnell. Also kann man nicht meckern. Man kann ja nicht alles haben. Also wenn das Teil rausgedreht werden kann, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, als da eine Dichtung einzubauen. Und ich denke, das hat Vitamix wirklich sehr, sehr gut gelöst. Ja, also mitgeliefert werden zwei von solchen Trinkbechern. Das sind ja auch gleichzeitig Mixbechern. Sorry. Dreht man oben ab, dreht dann das Messer rein, also nachdem man natürlich die Zutaten reingemacht hat, da gibt es auch eine gewisse Reihenfolge, wie man die Zutaten reinmachen soll. Das zeige ich euch in ein anderes Video, wenn ich ein paar Sachen vorbereitet habe, damit ihr auch sehen könnt, wie leistungsfähig das Gerät ist, wenn er im Betrieb ist, also was dabei letzten Endes rauskommt. Also kann man auch ganz locker mixen, also wenn man fertig ist, dreht man das einfach ab. Spült das natürlich gleich um, damit das wenig Arbeit ist, macht den Ring ab und dreht einfach den Deckel drauf, so. Und hier oben hat man so einen Trichter, wo man ganz leicht draus trinken kann, ist natürlich alles super praktisch. Die Becher sind doppelwandig, was also kalt reingeht, bleibt auch kalt und warme Sachen bleiben schön warm, auch eine sehr gute Sache, finde ich. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass der Becher in der Halterung im Auto sehr gut und stabil stehen bleibt. Und ich habe es auch bei anderen Autos von Freunden probiert, da die Halterungen ja alle unterschiedlich sind vom Durchschnitt her. Aber ich habe keine Halterung gefunden, worin der Becher nicht passt oder nicht stabil steht. Also so mitgenommen und aus der praktischen Öffnung getrunken, hat man auch keine Kleckerei im Auto. Das ist natürlich super. Weil wenn man sich morgens einen Smoothie leisten will oder trinken will und aber wenig Zeit hat, und so geht es uns, glaube ich, allen, dann kann man sich einen Smoothie direkt in diesen Becher mixen, dreht einfach den Deckel drauf und schon kann man losdüsen und das Teil einfach mitnehmen ins Auto und unterwegs dann sein Smoothie trinken. Ja, gut. Ein Schlüssel wird auch mitgeliefert, der ist natürlich dann für den großen Container gedacht. Der hat eigentlich so eine ähnliche Konstruktion wie der große Bruder. Also man kann jetzt da drin scheinbar auch solche Sachen machen wie Mandelmus und so, und dann braucht man natürlich diesen Schlüssel. Also was auch auffällt, das muss ich auch gleich sagen, ist auch ein ziemlich, ja, vielleicht ein negativer Aspekt, aber wenn man den Dreh raus hat, ist es auch kein Problem mehr. Also er hat die Neigung, ein bisschen zu wackeln, wenn man es draufstellt. Man muss keine Hemmungen haben, das wirklich schon fest so reinzustellen. Dann ist es fest, wackelt nicht, ist stabil, bewegt sich nicht. Aber wenn man es ein bisschen zu sanft macht, dann hat man den Eindruck, der sitzt nicht fest. Also einfach fest drauf und fertig. Das geht gut. Was ich sagen wollte, also ich mache mit dem großen Vitamix auch keine Mandelmus, weil er das nicht backt ohne Öl und ich möchte kein Öl zugeben. Also ich werde sehen in Zukunft, ob ich den Schlüssel brauche für andere Dinge. Wenn ja, werde ich euch das dann natürlich auch zeigen. Ist natürlich gut, dass es mitgeliefert wird, vor allen Dingen für Leute, die kein großes Gerät haben und sich nur dieses Gerät anschaffen, dass man halt auch mehrere Möglichkeiten hat. Also da hat Vitamix natürlich auch die Sache gut durchdacht, denke ich mal. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also die Fummelei mit dem Gummiring finde ich ein bisschen nervig. Dazu braucht man etwas Geduld, aber den Dreh kriegt man dann schnell raus. Aber was ich auch nicht so toll finde an dem kleinen Gerät, also wie man hier sieht, beim Container vom großen Vitamix hat man hier einen schönen Griff. Also das ist ein gummierter Griff, liegt toll in der Hand. Gerade wenn man nasse Hände hat, ist das sehr schön. Und ja, es ist einfach ein angenehmes Gefühl. Ja. Und das haben sie sich halt beim kleinen Vitamix erspart. Da hat man einfach nur den Griff, der ist aus dem gleichen Material wie der Container, ist hart. Vielleicht, wenn man nasse Hände hat, auch etwas rutschig. Ja, man kann den Daumen hier oben reinschieben, damit man mehr Halt hat, aber trotzdem, ich hätte mich gefreut, wenn er auch so einen angenehmen Griff gehabt hätte, wie das große Gerät. Ja, liegt einfach besser in der Hand. Schade.
Trotzdem ist eine Kleinigkeit, also ist natürlich nicht wirklich etwas, was man dann sagt, ja, ich kaufe das nicht, weil das jetzt so einen Griff hat, ist natürlich Unsinn. Wie man sieht, ist das Gerät stufenlos schaltbar auf Stufe 10. Es hat auch eine Pulsfunktion, indem man das einfach nach links dreht. Ist natürlich auch super praktisch, finde ich sehr positiv. Aber was ich nicht so gut finde, ist, es hat keinen An- und Ausschalter. Ja, das finde ich wirklich schade. Das hat das große Gerät schon. Also der hat hier einen An- und Ausschalter. Und aus ist aus und fertig. Ja, also das gibt es hier bei dem kleinen Gerät leider nicht. Wenn man den Stecker in die Steckdose gesteckt hat, ist das Gerät praktisch eingeschaltet oder auf Standby oder wie auch immer man das nennen möchte. Kostet Strom, ist nicht gut für die Umwelt und ist natürlich auch ein kleiner Sicherheitsaspekt, wie ich finde. Ja, wenn Kinder daran rumdrehen wollen oder so, dann ja, ist es halt eingeschaltet oder man muss es halt aus der Steckdose ziehen oder man kauft sich so eine Steckdosenleiste, stellt den irgendwo hin oder legt den hin, dass man das Gerät halt dort ausschalten kann. Finde ich ein bisschen blöd, dass Vitamix sich das gespart hat bei dem Gerät, ja. Was auch ein bisschen negativ auffällt oder wenigstens mir negativ auffällt, ist, dass man unten das Gabel nicht aufwickeln kann. Das heißt, das, was man übrig hat von der Länge vom Kabel, liegt dann irgendwo in der Küche rum und wird dreckig, ist ja unpraktisch einfach. Wäre auch schön gewesen, also beim großen Gerät hat man die Möglichkeit, also ich hoffe, ihr könnt das sehen so, das kann man einfach aufwickeln unter dem Gerät, dann wird das Kabel auch nicht dreckig, liegt nicht rum, ist nicht unpraktisch und ja, ist einfach eine bessere Lösung, wie ich finde. Ja, trotzdem, alles in allem erwarte ich Gutes vom Gerät und ob er das bringt, was wir erhoffen, werde ich euch dann in ein anderes Video zeigen oder vielleicht mehrere Videos zeigen für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ihr könnt dann auf ein anderes Video klicken und euch das mal ansehen, wie er sich verhält, wenn er ja in Betrieb ist und was das Endresultat ist. Ob die Smoothies auch wirklich schön gleichmäßig sind, so schön wie der große Vitamix das schafft und ob er die Mandelmilch genauso schön dünnflüssig machen kann wie sein großer Bruder. Ich denke schon. Hoffentlich war dieses Video nützlich für euch und habe ich nicht allzu viel vergessen. Falls doch, dann stellt eure Fragen bitte hier unten beim Video und postet diese einfach. Ich werde mich dann bemühen, soweit es mir möglich ist, diese zu beantworten. Ja, das war es dann auch. Danke fürs Zugucken und wenn es euch gefallen hat, dann seid so lieb und gebt mir einen Daumen hoch. Bis dann, danke, tschüss!